Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Wie du siehst, ich packe hier gerade ein Paket aus. Und zwar ist mein neuer Kaninchenstall gerade angekommen. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach zusammen aus und bauen das Ganze natürlich auch zusammen auf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie du siehst, ich habe erstmal alles aus dem Karton ausgepackt und mir so grob hingestellt. Und danach habe ich einfach geschaut, welche Teile denn sozusagen zusammengesteckt werden müssen. Das Ganze wurde dann natürlich auch noch verschraubt. Ich habe das aber erst einmal zusammengesteckt, weil das hat erstmal völlig ausgereicht. Die Anleitung war auch wirklich total einfach. Die Bilder haben auch völlig ausgereicht und das Ganze ging wirklich sehr, sehr schnell und zügig. Als ich dann sozusagen mit dem oberen Stockwerk fertig war, habe ich dann natürlich erstmal die Leiter noch angebaut. Dazu hatte man dann auch so wie kleine Haken, damit man die Leiter auch zwischendurch immer mal rausnehmen kann. Die hängt man dann einfach immer wieder ein. Und danach habe ich noch die weiteren Außenteile zusammengebaut und das ging wie gesagt auch ganz, ganz einfach. Dann ging es auch schon weiter mit dem Dach. Das Dach habe ich allerdings nur provisorisch einfach mal draufgelegt, damit man mal schauen kann, wie das Ganze so aussieht. Ich habe das aber nicht oben gelassen, ich habe das dann wieder später abgemacht, denn das hat total nach Teer gerochen und das war wirklich super unangenehm. Und ich finde, in der Wohnung ist das auch wirklich total unangebracht. Und auch die Kaninchen, die sitzen ja dann da drunter unter diesem Teerdach. Von daher, das Dach, muss ich sagen, das fand ich sehr unangebracht und ungünstig. Vor allem auch für die Wohnung, wie gesagt. Also da muss ich mir einfach noch was anderes einfallen lassen. Und als zweites fand ich auch nicht so schön, dass hier beim Dach was abgebrochen ist. Das seht ihr jetzt gerade hier. Ich weiß halt nicht, ob das schon beim Hersteller passiert ist und er das Ganze einfach trotzdem eingepackt hat in der Hoffnung, naja, vielleicht kleben die sich das dann oder oder so. Oder ob das Ganze halt beim Liefern passiert ist, will ich jetzt ja persönlich nicht nachvollziehen. Da ich das Dach allerdings eh nicht benutze, ist das jetzt für mich hier kein Weltuntergang und nicht ganz so schlimm. Und zum Schluss wurden dann einfach noch diese kleinen Riegelchen hier angeschraubt an den Türen. Da konnte man sich das auch aussuchen, wo man die anbringen möchte. Ich habe sie jeweils einfach in der Mitte angeschraubt. Und so schaut das Ganze jetzt fertig zusammengebaut aus. Und hier siehst du, ich habe das Dach dann einfach wieder entfernt und provisorisch hier einfach eine Decke draufgelegt. Und auf der anderen Seite liegt ein Gitter. Das Gitter dient einfach auch nur dafür, damit ich diesen Heuballen hier anbringen kann, denn ich wusste nicht, wie ich den sonst irgendwie befestigen sollte. Das Gitter ist einfach vom Außengehege. Das habe ich einfach, wie gesagt, alles erstmal noch provisorisch hier draufgelegt. Und außerdem siehst du, dass das Ganze jetzt einen kompletten Boden hat. Bei der Lieferung ist kein Boden dabei. Das haben wir nachträglich gebaut, beziehungsweise ich habe das bauen lassen. Also vielen, vielen lieben Dank hier auch nochmal dafür. Das Ganze ist einfach eine Aluschale und an den Außenkanten wurde das auch noch mehrmals umgebogen, damit die Kaninchen sich hier auch absolut nicht verletzen können. Und das richtig Coolste an der ganzen Sache ist, dass hier unten drunter auch noch Rollen dran sind. Das ist natürlich auch super praktisch, einfach beim Saubermachen oder einfach eben auch, wenn man mal hinter den Stall möchte und da halt auch nochmal irgendwie was zusammenfegen möchte. Die Kaninchenliebhaber unter euch, die wissen, was Kaninchen so für einen Dreck veranstalten. Und ja, mit den Rollen, da ist das natürlich super praktisch. Und was auch noch super wichtig ist zu erwähnen, ich sage das allerdings jetzt bewusst erst am Ende, denn mal schauen, wie viele böse Kommentare jetzt schon zum Anfang gekommen sind. Und zwar haben die Kaninchen diesen Stall hier einfach als Futterort und ja, wo Kaninchen gerne fressen, da machen sie auch gerne ihr Geschäft. Und ja, das soll halt einfach auch sein, dass sie hier unten quasi ihre Toilette haben. Aber das Ganze auch als Rückzugsort nutzen können einfach und die Tür steht einfach jederzeit offen, aber ihr seht, die zwei sind jetzt auch schon wieder hier drin gewesen, also sie sind hier auch wirklich total gerne drin. Das Ganze ist wie gesagt einfach nur so als Futterort gedacht, als Toilette oder als Rückzugsort und die zwei können hier einfach jederzeit rein und raus, wie sie das eben möchten. Wenn du hier noch weitere Fragen zu dem Stall hast, dann schreib mir das natürlich gerne unten in die Kommentarbox und vergiss mich nicht kostenlos zu abonnieren, wenn du das noch nicht getan haben solltest und auch nicht vergessen, die Glocke einzuschalten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!